Hallo Leute, das wird eine VA für den Strider Freak. Der hat seine 200 Abonnementen erreicht und da wäre erstmal herzlichen Glückwunsch. Und du hattest ein kleines Giveaway gemacht, wo du uns aufgefordert hast, unser EDC zu zeigen, unser Rumschleppzeug. Und heute ein super Tag, ist gerade hier ein bisschen im Garten. Und dann wollen wir mal eben ein bisschen was, so ist es wieder, damit wir ein bisschen Energie haben für das Video. So, zum Wohl, Strider Freak. Auf viele weitere Abonnementen. Oh, Batteriesäure ist auch nicht mehr das, was mal war. Naja, fangen wir mal an. Das ist erstmal der kleinste, Maxpedition, Pocket Organizer. So, da haben wir hier eine kleine China-Lampe. Reicht. Kleiner Big Lighter. Ja, hier wollen wir. Ja. Dann haben wir hier hinter so ein Pack mit ein paar Kopfschmerztabletten. Hier so eine Zeckentafel, also da kann man die praktisch mit raushebeln. Ein paar Tablettenpflaster, Aspirin, so dieses gängige, also so ein kleines Medikit und so. Dann haben wir hier einen normalen Stift. Er hat hier noch so ein, für die Smartphones, hier so vorne so ein Bubble. Dann haben wir Fatwood, ein Stück, Kienspan. Dann haben wir hier noch eine Zeckenzange, wenn man viel mit einem Hund unterwegs ist. Dann noch ein Victorinox. Und hier hinten nochmal Tempotuch, bisschen Papier zum Schreiben. So, das war's, glaube ich, schon. Hier vorne noch eine, naja, so ein kleine Survival Card von Easy. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Noch mal so ein paar Tipps drauf. Ja, manchmal ganz nützlich. So, das ist der kleine Maxpedition Pocket Organizer. Wiegt nicht viel. Das Wichtigste drin. So, dann fangen wir mit den nächstgrößeren an. Den habe ich jetzt eigentlich immer dabei auf den Touren. Und zwar ist das, die nennen sich, glaube ich, Kartentaschen von MFH. Die sind gar nicht mal verkehrt, die sind nicht teuer. Molle-kompatibel. Und ich kann immer von der Größe ganz okay. Ja. Und da, was haben wir da alles drin? Einmal hier den Light My Fire, kleinen Fire-Stil, der wirklich gut ist, kann ich echt empfehlen. Dann hier ein Bic, normaler Druckbleistift. Dann haben wir hier eine Mini-Lampe, leicht, aber besser als gar keine Lampe. Was haben wir hier noch drüber? Ach ja, hier, da streichelt er noch vom Notkocher, ein Schweizer von M71. Dann habe ich hier drin ein paar Tabletten. Hier drin ist die Karte übrigens, mal gucken, was ihr hier sehen kann. Da ist die Kartentasche. Und hier habe ich dann zurzeit das Gerber Swagger. Serrage. Also feines Messer. Das ist echt stabil. Kein Klingenspiel. Ich weiß nicht, wer da immer was gegen Gerber hat. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Das Ding ist echt klasse. Bisschen taktisch okay, aber super Ding. So, dann hier noch. Hier noch. Ah ja, da haben wir noch hier so eine Schnur. Kennt man von den Organisern. Hier noch ein bisschen Paracord drin. Ja. Und so weiter, dieses übliche. So, hier ist da eigentlich schon in dem jetzt auch gar nicht drin. Je nachdem, was jetzt natürlich noch anliegt, den Touren, vielleicht noch ein bisschen Kaffee oder Zucker oder so, packe ich dann einfach mit rein. Fertig. So, also auch echt eine Empfehlung, die Dinger.
Gar nicht mal verkehrt für das Geld. So, dann haben wir den nächsten. Das ist der ganz große. Den habe ich allerdings dann auch wirklich nur auf den großen Touren mit. Molle-kompatibel, auch MFH. Der ist... Den habe ich schon mal vorgestellt. Der hat sich eigentlich auch noch nicht gravierend geändert. Moment, passt das überhaupt hier drauf? Ja. Also hier nochmal... Auch hier kleine Taschenlampe. Dann, die kann man auch schön hier als Hängelampe verwenden. Die hat hier oben noch so eine Lasche, so eine Schlaufe. Dann könnt ihr die praktisch von oben benutzen. Knicklicht, Streichhölzer, Fettwurst, Kugelschreiber. Ich gehe das mal schnell durch. Hier auch wieder ein Gerbermesser. Auch top das Ding. Klasse Messer. Ein Spork, Firesteel, also wie gesagt, diesen ist schon für die größeren Touren. Firesteel, Multifunktions-Firesteel, Kompass, Flöte, alles mögliche drin. Dann, wenn man schnell durchgang ist, Kompass, Taschentücher, Erste-Hilfe-Set vom Buschani. Vielen Dank nochmal, Markus. Habe ich ein bisschen erweitert, klasse Set. So, das ist der. Ne? Habe ich hier unten runter noch Tüten, hier eine Rettungsdecke und so, das Pflaster, das ist ein super Teil. Also wirklich für das Geld, sag ich mal. Besser als wenn man alles so im Rucksack rumfliegen hat. Dann wird es nämlich eng. Findet man eh nicht mehr wieder. So, dann, was haben wir dann? Ja, das war's eigentlich schon. Ich habe noch jetzt einen Pouch neu. Das ist der hier. Den wollte ich mal umbauen zu so einem ganz kleinen Kit. Das ist so ein Teil, so ein China-Teil. Aber von der Verarbeitung her. Auch hier Molle-kompatibel. Hier so ein Haken. Und zwar, den wollte ich dann mal so mit so einem Mini-Pouch machen. So, hier habe ich drin, was habe ich hier noch? Von Eastpack, so ein Schlüsselbund. Das wollte ich mal testen, wie der so kommt. Also da kann man hier die Schlüssel einhängen, zumachen. Und dann kommt der hier unten rum. Dann hat man so eine Rolle, ne? So, das gucke ich mir mal an. Dann habe ich hier noch diese Lampe aus China auch. Ah, die ist echt nicht verkehrt. Auch wieder ein bisschen taktisch. Kostet ein paar Euro. Füllt seinen Dienst. Krone vorne sogar noch dran. Ja. So, und den richte ich mir noch ein. Da muss ich dann noch mal gucken, was da mit passiert. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch Leatherman Rebar. Will mich jetzt mal demnächst auch mal schauen, wie das Ding sich so schlägt. Hier haben wir noch ein paar Pflaster drin. Hier ist noch so eine Tasche an der Seite. So, Leatherman Rebar, ja. Ist auch ein feines Multitool in Black. Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu schwer. Auswechselbare Drahtschneider hier drin. Ja. Schöne Klinge. Pfeile. Und das Serrated Klinge abgerundet. Die Säge ist auch echt klasse. Aber wie gesagt, da muss ich mir noch mal erstmal in Ruhe das Ding mal testen und den Touren. Nur mal am Rande noch. So, jetzt haben wir 10 Minuten. Ja, okay. Erstmal alles Gute noch für deinen Kanal. Ich denke, das wären noch viele, viele Abonnementen mehr und dein EDC-Video habe ich mir gerade. Ich bin ja jetzt gerade erst ein neuer Abonnement von deinem Kanal. Ich habe es jetzt gerade erst entdeckt. Und dein EDC-Video, das letzte, das ist ja echt der Hammer. Das ist super EDC, echt klasse. Also eine wirklich gute Auswahl, muss man sagen. Echt schöne Teile dabei. Ja, in diesem Sinne, weiterhin alles Gute. Man sieht sich. Ciao. Thank you.